eine Methode oder so, oder sonst keine, aber wie man die Methode einsetzt. Das hier, also diese Phase hat auch Erkenntnis gedient, dass es natürlich zu jeder Methode auch Vor- und Nachteile gibt. Es gibt nicht die schlechte Methode oder die gute Methode, sondern jede Methode hat Vor- und Nachteile. Vorlesungen werden häufig diskutiert im Sinne, ja, das ist eine traditionelle, herkömmliche Methode und eigentlich ist es überholt und so. Und das hört man häufiger, das auf Vorlesungsbashing sozusagen. Das ist natürlich auch nicht unbedingt berechtigt, weil es gibt jede Menge Vorteile von Vorlesungen und Vorträgen, die wir auch gerade zusammengetragen haben. Du hattest erwähnt, eigentlich müssen wir mal definieren, was ist mit Vorlesungen eigentlich gemeint. Ne? Das ist auch so ein Punkt, der immer durcheinander geht. Also Vorlesungen als Veranstaltungsform im Sinne von, wir haben einen Vorlesungssaal und da kommen 100 oder 200 oder 500 oder 1000 Leute her. Und da kannst du natürlich alles Mögliche methodisch machen. Ja, in dieser Veranstaltungsform Vorlesung, die vielleicht einen seltsamen Namen hat, weil der nicht immer vorgelesen wird, sondern man kann auch unterschiedliche Methoden einsetzen. Oder meine ich den Lehrervortrag als Methode, den ich ja auch in anderen Veranstaltungsformen einsetzen kann. Beispielsweise kleinen Seminaren mit 20 Leuten kann ich natürlich auch manchmal gut vorlesen, einen Lehrervortrag halten. Das muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden und das geht ein bisschen durcheinander, wenn man über Vorlesungen in Anführungszeichen spricht, das ist auch sehr schön herausgekommen. So. Ich würde vorschlagen, ich stelle euch mal vor, welche Gedanken ich mir gemacht habe hinsichtlich meiner Mathematikvorlesung jetzt konkret und ich werde dann immer wieder die Punkte, die ihr hier genannt habt, auch aufgreifen und damit verknüpfen. Ich fange mal mit den Nachteilen an, also mit der Fluchseite. Was ihr hier seht, ist eine Mathematikvorlesung, typische Mathematikvorlesung, ne? Erstes Semester, Modul 1, Einführung in die Mathematik. Damit werden hier gerade Logik gemacht, ja, da werden die logische Operatoren gerade erklärt. So. Ein Nachteil ist das Tempo. Ich habe 200 Studierende im Raum sitzen, 150 Studierende, und jeder von denen ist ein eigenes Individuum mit eigenem Lerntempo, eigenen Vorkenntnissen, eigener Lerngeschwindigkeit, eigenen Interessen, Motivation und so weiter. Es gibt aber nur ein Tempo in der Vorlesung, nämlich meins. Ich habe mein Tempo. Das habt ihr auch gesagt. Wo steht's? Wer sieht's? Der hat vielleicht letztlich begrenzte Aufnahmefähigkeit. Ja, dass als Student, dass die Studenten unterschiedliche Aufnahmefähigkeiten haben und der eine oder andere früher aussetzt, hast du gesagt, glaube ich. Ne? Setzt früher aus und dann kommt man nicht mehr rein. Aber es wird nicht mehr viel in den Faden und dann. Ja, aber vorne geht es im selben Tempo weiter. Das heißt, wenn ich einmal den Faden verloren habe bei Mathematik, ist es häufig so, wenn ich einmal den Faden verloren habe, komme ich nicht mehr mit. Ich bräuchte eigentlich eine Pause, um es nochmal zu durchdenken. Und diese Pause habe ich aber nicht. Sondern es geht vorne einfach weiter. Das heißt, dann habe ich einfach nur noch die Chance, mitzuschreiben und überleben. Und zu Hause dann versuchen, das nochmal nachzuvollziehen. Das wurde von euch auch diskutiert. Rezipieren reicht nicht. Jetzt aus mathematikdidaktischer Sicht. Wir hatten uns diskutiert im Sinne von Faktenwissen. Also es genügt, dass ich manchmal genügt es auch, dass ich einfach die Theorien wahrnehme und das Faktenwissen aufgreife. Und du hattest gesagt, nee, aber eigentlich will ich es doch anwenden. Und ich verstehe es erst durchs Anwenden. Und du hattest dann gesagt, naja, Faktenwissen, hast du euch einen Faden verloren? Ja, okay. Du musst halt Anwendung dann lerne ich durch Anwendung allein. Das hast du gesagt, man lernt durch Anwendung allein. Argument dazu. Also oder man kann es auch durch einfach so durch Theorie ein bisschen lernen, genau. In der Mathematik ist es so, ich könnte natürlich eine Vorlesung halten zu wie führe ich Beweise. Aber eigentlich will ich ja, dass die Studenten selbst beweisen lernen. Und der Punkt ist, wenn ich, genau, ich glaube, das hast du gesagt, wenn ich dann zu Hause bin, richtig, dann weiß ich nicht mehr, wie ging es noch. Also ich sitze in der Mathematikvorlesung, höre mir an, wie ich beweise, oder ich schaue dem da vorne zu, denke aber, dass ich alles verstanden habe, und dann komme ich nach Hause und dann versuche ich es und denke so, wie ging es nochmal? Und dann fehlt mir sozusagen dieser Transfer zu neuen Aufgaben. Ja? Also träges Wissen ist so ein Stichwort, was in der Didaktik immer angebracht wird, also dass ich Wissen lerne, Theoriewissen auch. Vielleicht vernetzt miteinander, aber es in den entsprechenden Situationen nicht vorholen kann, weil ich nicht gelernt habe, das Wissen anzuwenden. Kann man sagen, das macht man in anderen Situationen, in anderen Hochschulsituationen. Aber Theoriewissen ohne Anwendung bleibt
mitunter eben träges Wissen, Wissen, das ich nicht verwenden kann. Ja? Das war nämlich ich gesagt. Ja. Ich weiß, wir alle agieren in Rollen. Wir alle agieren in Rollen. Also klar reicht es nicht nur, träges Wissen zu haben, aber träges Wissen gehört ja dazu. Also ich kenne das zum Beispiel jetzt von der Journalistenausbildung und da muss man einfach bestimmte Sachen einfach wirklich nur wissen. Also die Namen der letzten Bundesländer, die Namen der Staatspräsidenten oder 120 Länder der UNO oder was auch immer. Genau. Das kann ich nicht anwenden, das muss ich wirklich einfach wissen und dann muss ich es natürlich abrufen können, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich zum Beispiel die Namen der letzten Bundesländer anwende oder vielleicht verschiedene Begriffe anwende. Das kannst du aber auch nicht in der Vorlesung. Aber es ist auch einfach anderes Wissen. Wie ja nichts anwenden, anwendungsorientiert ist. Genau. Es gibt natürlich so Faktenwissen, dass man einfach irgendwie auswendig lernt, sagt man. Aber auch häufig, und gerade in der Mathematik, ist es so, dass Wissen eben kein reines Faktenwissen ist, sondern Prozesswissen. Also eigentlich will ich in der Mathematik, dass ich spenden lerne, mathematische Probleme zu lösen, zu beweisen, mathematisch zu argumentieren, Darstellungen zu verwenden und so weiter. All diese Kompetenzen zu lernen. Und das ist natürlich nichts, was man einfach wirklich durch ein Buch auswendig lernt, also lernt, sondern ich muss die Prozesse durchführen. Und das hat man ganz oft in verschiedenen Disziplinen, solche Prozesse oder Tätigkeiten oder Kompetenzen erlernt werden müssen, die über das reine Faktenwissen weit hinausgehen. Und das lernt man eben oft nicht einfach nur durchzuführen. Achso, Hierarchie, das habe ich noch nicht gesagt. Aber das habt ihr auch erwähnt. Das mit Starrheit oder so. Starres System, genau. Ja, das geht in die Richtung, dass ich als Dozent habe sozusagen alles in der Hand. Also ich bin derjenige, der vorgibt, was gemacht wird. Und ich erzeuge dadurch so eine Art hierarchische Situation. Also ich bin vorne der Gott der Mathematik. Ja? Und ich habe die 200 Leute, denen ich mein Wissen kundtue und die das Wissen empfangen. Aber eigentlich will ich diese hierarchische Situation gar nicht haben. Ich will die Studenten erziehen oder bringen zu kritischem Denken. Also ich will, dass alles, was passiert, dass sie das kritisch hinterfragen. Aber eigentlich ist die Situation Vorlesung keine Situation, in der ich das fördere, sondern im Gegenteil. Es wird eher blind geglaubt, was ich sage. Ja, und selbst wenn mal ich irgendwo einen Fehler mache, dann werden vielleicht ein paar Studenten unsicher oder mit dem Nachbarn, dann stimmt das wirklich und so. Und man getraut sich aber nicht zu sagen, da ist vorne ein Fehler an der Tafel oder so, ja, weil da sitzen 500 andere Leute im Raum und dann stelle ich mich nicht bloß, wenn es vielleicht doch richtig war. Ja? Also, eigentlich ist es eine Situation, in der man nicht kritisches Denken erzeugt, sondern im Gegenteil. Blindes Vertrauen vielleicht. Ja? Und es gibt kein Feedback. Also ich weiß nicht genau, was tatsächlich angekommen ist. Ich gehe aus der Vorlesung raus und 90 Minuten Vorlesung gemacht, 90 Minuten Beweis, gehe raus und klopfe auf die Schulter. Heute hast du wieder einen tollen Beweis gemacht. Ne? 1a durchgezogen, am Ende bin ich noch bis zum Schluss gekommen und super. Aber es hat eigentlich keiner kapiert. Also vielleicht gab es ein paar Fragen, so ein paar Umfragen von zwei, drei Studenten, von denen ich gedacht habe, okay, der Saal folgt mir. Ja? Aber vielleicht waren das nur die paar gewesen, die wirklich folgen konnten, selbst die hatten Fragen gehabt. Naja, also kein Feedback würde ich so nicht unterscheiden wollen. Also für das die Vermittlung von Wissen schon, ja, aber wenn beim nächsten Mal in der Vorlesung noch die Hälfte der Leute sitzen, habe ich schon Feedback. Okay. Für den Dozenten dann nicht so schön, das ist unausgesprochenes Feedback, allein durch die Präsenz. Okay, stimmt. Ja, das ist natürlich auch eine Art von Feedback, genau. Ich meine sogar, ich meine es ein bisschen detaillierter. Also ich kriege nicht mit, welche Dinge bei Studenten ankommen, welche fehlerhaften Gedankengänge sich vielleicht breit gemacht haben, weil ich dumme Formulierungen verwendet habe und so. Und das taucht dann häufig auf. Also in meinen Vorlesungen gibt es Übungen, dann wenn die Studenten in die Übung gehen und dort versuchen zu arbeiten, dann kommt irgendwann mal so raus, dass sie was falsch verstanden haben oder so, dass ich was falsch erklärt habe. Und da habe ich keinerlei Feedback. Aber da können wir auch Methodiken einsetzen. Genau. Genau. Also, dass man zum Beispiel so ein Response-System oder so einsetzt, ein Klickersystem hat oder ähnliches. Genau. Da gibt es natürlich dann um andere Methoden oder Methodenvielfalt in der Vorlesung einsetzen. Die klassische Vorlesung. Genau. Also, wir diskutieren jetzt natürlich hier über ein Feld. Also, wir letztlich über die Situation, ich habe eine große Gruppe mit 200 Leuten, was mache ich mit denen? Und Langeweile. Das hattet ihr auch genannt, Eintönigkeit für Dozenten und Studenten, insbesondere auch für Dozenten.
bitte hervorheben. Das ist die Modul 1 Einführungsveranstaltung Mathematik, die ich jedes Semester gebe. Okay? Jedes Semester Einführung in die Logik. Das ist langweilig. Das ist wirklich langweilig. Das hat sich in den letzten Jahren nicht viel getan in der Mathematik und man kann es damit wirklich selbst verwirklichen als Dozent für uns vorträgt. Ja? Logik ist einfach immer das Gleiche. Und ja, die ersten zwei, drei Semester findet man es vielleicht noch toll, weil man irgendwie sich da reinarbeitet, überlegt, didaktisch, wie man es umsetzen soll, und irgendwann wird es langweilig. Oder schon wieder Einführung. Und es ist unökonomisch. Ihr hattet das als Ökonomiepunkt letztlich aufgeführt, Masse. Man hat ganz viel Studenten, die man irgendwie versehen kann mit so einer Veranstaltung. Aber eigentlich ist es unökonomisch. Ihr müsst euch vorstellen, 300 Leute kommen jede Woche mit Bus, mit Bahn, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto zusammen in einen Raum, um sich hinzusetzen, die Klappe zu halten und gemeinsam in den Rezeptionsmodus zu versetzen. Das ist unökonomisch. Warum kommen wir alle mit einem ortsmäßigen Aufwand zusammen, um zuzuhören? Jede Woche, jeden Tag, wenn sich nun verschiedene Folgen zu machen. Okay, jetzt gehen wir auf die Vorteilseite, das war sozusagen der Übergang zur Vorteilseite. Und zwar Vorteile mathematischer Vorträge. Jetzt gehe ich also in die Richtung der Methode Lehrervortrag, ihre Berechtigung. Und zwar im Gegensatz zu Büchern. Das ist auch oft angekommen, manche Studenten lernen lieber mit Büchern, manche lieber mit Vorlesungen oder lassen es lieber erzählen. Das stimmt natürlich. Und manche können auch aus Mathematikbüchern sich Dinge erlesen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht viele Studenten gut können. Insbesondere gibt es ein Problem bei der Mathematik, dass man die Texte liest, aber nicht durcharbeitet. Durcharbeitet in dem Sinne, dass man tatsächlich Schritt für Schritt durchdenkt und dann auch merkt, zwischen Zeile 3 und Zeile 4, das ist wirklich ein schwieriger Umformungsschritt und dahinter steigt, was da passiert. Oft liest man mathematische Texte und denkt so, alles klar. Also man hat die Illusion des Verstehens, aber man hat überhaupt nicht gemerkt, wo der Knackpunkt ist. Und dann, wenn man an die Aufgaben geht, dann merkt man, oh, man kommt überhaupt nicht weiter. Außerdem ist das Problem, man weiß gar nicht so genau, welches Buch man nehmen soll für seine Zielgruppe, weil alle Bücher sind irgendwie nicht so toll. Ja, also bei allen Büchern gibt es auszusetzen, eigentlich müsste ich drei oder vier Bücher angeben und die in Kombination zu lesen sind oder so. Und als Dozent habe ich aber, das wurde auch von euch gesagt, als Experte, das steht glaube ich hier im Wesentlichen der Aktualität, aber eigentlich, das hattest du auch gesagt, als Experte bin ich derjenige, also einer von euch beiden. Als Experte bin ich derjenige, der das alles zusammentragen kann und der das kompakt den Studierenden vermitteln kann. Ich bin derjenige, der die entsprechenden Aspekte rausgreift und das Ganze kombinieren kann zu einem Vortrag. Das kriegt keiner allein hin aus verschiedenen Büchern oder so. Aber ich bin derjenige, der die Erfahrung hat. Außerdem möchte ich die Prozesse, die zu lernen sind, also diese Beweisprozesse, die materiellen Problemlösungsprozesse, Denkprozesse, die möchte ich als Experte einmal vorführen und modellieren. Also ich möchte demonstrieren oder Lösungsbeispiele geben. Wenn man Bücher hat, in der Mathematik ist so, da stehen häufig nur die Beweise drin. In Anführungszeichen nur die Beweise. Also die Endergebnisse des Beweisprozesses. Beweisen ist aber ein kreativer Prozess, der Sackgassen hat, da passieren Fehler, ich muss überlegen, mache ich das. Ich habe verschiedene Ansätze, wähle ich einen aus, der klappt vielleicht nicht, dann nehme ich einen anderen Ansatz, bis ich letztlich zu einem Ergebnis komme und am Schluss schreibe ich den Beweis nochmal sauber hin. Und das, was ich am Schluss nochmal sauber hinschreibe, ist das, was in den Büchern steht. Aber das ist eben nicht ausreichend. Ich muss den Studenten den Beweisprozess demonstrieren. Ich muss ihnen zeigen, was es heißt, als Experte sich in ein solches Problem hineinzudenken, mit einem solchen Problem zu beschäftigen und vielleicht auch mal einen Fehler zu machen. Also absichtlich mal einen falschen Weg zu gehen, einen typischen falschen Weg oder so. Das finde ich mal viel zu wenig in Büchern. Man könnte natürlich Skripte schreiben, in denen das vorkommt, aber diesen Denkprozess laut einmal vorzuführen, ist schwer abzubilden in Büchern. Außerdem, wenn es um Geschwindigkeit geht, kann ich bestimmte Passagen langsamer machen, um Zeit zum Denken zu geben, was man in Büchern vielleicht schnell überlesen würde. Also ich kann bestimmte Dinge, die man in Büchern überlesen würde, nochmal vorhin sagen, das ist jetzt wirklich ein schwieriger Punkt. Und dann müssen wir uns nochmal verstärkt eindenken und da habe ich ein paar Dinge zu sagen, die ich jetzt loswerde. Dann zielgruppenspezifisch. Ich habe meine Gruppe,
die, von der ich genau weiß, was sie kann, was sie vorher gemacht hat, wofür sie das macht. Ich habe Lehramtsstudierende, hier das Buch ist für Lehramtsstudierende geeignet. Ja. Die Inhaltszusammensetzung ist eine ganz spezifische für meine Gruppe. Und da Bücher zu finden, ist schwierig. Also dass ich eigentlich meinen Vortrag direkt zuschneiden kann auf meine Gruppe. Und das ist das, was bei euch unter Charisma oft angeklungen ist. Natürlich will ich auch Vorlesungen halten. Ja, das ist das, was ich unglaublich gerne mache. Im Mittelpunkt stehen, da vorne und einen Saal begeistern oder so. Ich finde es schade, wenn es nicht mehr machen könnte. Okay. Gucken wir mal, was vielleicht noch aufgegriffen werden könnte. Störanfälligkeit ist natürlich auch so eine Sache, das stimmt. Es ist in jeder Veranstaltung der Fall, aber in Vorlesungen ist es häufig so, und ich höre es von Kollegen, dass es immer laut ist. Dass die Studenten nicht ruhig kriegen. Ne? Und ich kann machen, was ich will, ich kriege die Studenten nicht ruhig. Das ist auch so ein typisches Problem von Vorlesungen, dass im Hörsaal alles passiert, aber keiner hört zu, ich übertreibe es. Das hängt natürlich auch mit dem Dozenten zusammen. Wenn man begeistern kann, gut vortragen kann, dann hören auch alle zu. Okay, ich denke mal, wir haben jetzt alles an Vor- und Nachteilen ausreichend diskutiert. Gibt es zu dem Punkt jetzt erst nochmal Fragen? Wir haben noch eine Frage zu diesen Profs und Niederlassen. Profs sind ja meistens länger in Runden. Ja. Und wenn die mehrmals diese Einführungsveranstaltungen machen und wie du ja schon gesagt hast, nach 3 Jahren geht dann die Lust weg und das machen die aber 20 Jahre. Genau. Dann sind wir doch wieder bei diesem starren System, wo dann da auch die Profs die Lust dran verlieren, ja, und dann nicht mehr begeistert davor entstehen und nicht mehr sagen, ich liebe das, diese Einführungsvorlesung. Genau. Oft lieben sie dann die Spezialvorlesung, die Spezialhauptstudiumsvorlesung zu halten, wenn da 12 Leute sitzen oder so. Oder? Das sagen sie dann auch. Ja. Genau, das sagen sie auch in der Einführungsveranstaltung. Ja, genau. Ja, genau. Dass sie das ich eigentlich muss gar nicht hier, ich muss das ja jetzt hier machen. Ja, genau. Eigentlich würde ich viel lieber mit euch dann die Punkt das und das machen. Genau. So, dann sitzt man da oder dann wird es. Genau. Ja. So, seien wir mal ehrlich, ihr wollt es nicht, ich will es nicht. Ja. Das ist natürlich sehr motiviert. Und ich weiß nicht, wieso 70% werden durchfallen am Ende und so. Das sind so die typischen Sprüche, ja. Ja? Ja, aber wäre das sozusagen, also möchte ich jetzt erstmal fragen, wäre das anders, wenn ich diese dieselbe Veranstaltung nicht als Vorlesung, sondern als Seminar-Gruppenphase mache? Ich, die, also ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem der Vorlesung, einfach die Tatsache, dass ich das 10, 20 Jahre mache. Also ich habe jetzt nicht, bin noch nicht so alt, aber ich bin mir vorstellen, wenn ich 20 Jahre dasselbe Einführungsseminar mache, mit denselben Gruppen arbeiten und letztlich dann doch über die Jahre dieselben Flipcharts immer rausmachen, dann kriege ich einfach auch keine Lust mehr. Ich frage mich, was wäre denn die Alternative? Also ich meine, es muss mir ja in dem Fall jetzt bei Mathe, wie gesagt, jemand mit seinen Büchern bringt nichts, denke ich auch gerade bei diesen Beweisen, wo man sagt, Moment, hier muss man dann glaubt nicht und so weiter. Ich sehe, würde da keine Alternative, sehe, die die Studenten in Gruppenarbeit selber beibringen und möglichst sogar falsch beibringen. Also ich meine, da ist ja wirklich, muss man ja wirklich vertrauen, dass der hofft, der das wahrscheinlich auch schon 20 Jahre ja eben macht, die Erfahrung hat und es mir nicht frei. Ich sehe da im Moment noch keine Alternative zu. Ja, aber es gibt ja ein Problem mit Vorlesungen. Sonst würden wir die große Tafel haben mit so vielen Punkten und würden das hier thematisieren. Und das Problem ist ja aber bei der Vorlesung, also ich sage ja gar nicht, dass die Vorlesung schlecht ist, nur irgendwie das System, also wie die Vorlesung funktioniert, da passt irgendwas nicht. Also sonst wären ja nicht so viele unglücklich mit der Vorlesung. Es sind ja viele unglücklich damit. Wenn alles basiert auf der Vorlesung geht. Also ich sehe es bei uns bei den Studenten eher anders, muss ich sagen. Also ja, es sind ja auch unterschiedliche Fächer. Also wie gesagt, wir haben aber auch kleine Gruppen, keine 500 Leute, sondern eher 20, 30 oder so. Ja. Die sich alle auch untereinander kennen und hinterher darüber diskutieren und so. Das ist echt was anderes. Wie gesagt, wir hatten auch gerade ganz kurz dazwischen, also uns verhalten über diese großen Gruppen, was wir kennen. Wenn man dann da im technischen Mechanik mit 500 bis 700 Leuten sitzt, das ist halt eine Vorlesung. Es gibt ja viele von diesen Vorlesungen. Das ist halt alles sehr, ja, so kleine Vorlesungen ist immer was anderes. Da kenne ich auch viele positive Beispiele. Ja, und wie gesagt, Vorlesungen müssen nicht schlechtes sein.
Aber vielleicht ist es nicht schlecht, Alternativen zu kennen. Also die Frage ist, was könnte man denn sonst so machen? Und wenn man da Vorstellungen hat, was man sonst so machen könnte, kann man sich entscheiden und durchaus auch sagen, okay, ich mache eine klassische Vorlesung in dem Kontext 2 und da kann ich verschiedene Gründe geben. Aber häufig wird gesagt, was will ich denn mit den 150 Leuten anderes machen außer Vortrag? So, da gibt es aber Alternativen. Heute sprechen wir sozusagen. Meine erste Idee war, eines der Probleme anzugehen, nämlich dass Studenten aussteigen und nicht mehr mitkommen und sich dann zu Hause alles nochmal überlegen müssen, das zu unterstützen. Das war mein erstes Ansinnen. Und zwar wollte ich Folgendes machen. Ich habe den Studierenden, ich habe meine Vorlesung aufgezeichnet. Einfach auf Video. Ich habe einen Studenten in den Hörsaal gestellt mit einer Videokamera, der meine Vorlesung aufzeichnet. Das hat ein Kollege in der PH Heidelberg vor mir gemacht, der Michael Gieding, der hat seine Geometrievorlesung so aufgezeichnet und das habe ich gesehen, habe gedacht, das ist eine coole Sache. Ja? Wenn ein Student in der Vorlesung nicht mehr mitkommt und nur noch umschreibt oder so, um das zu Hause nachzuvollziehen, dann kann er sich das Video zu Hause nochmal angucken. Also wenn er was nicht verstanden hat, dann kann er nicht zu Hause einfach nochmal angucken. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Vorlesungsaufzeichnung ist was, das gibt es schon länger und es gibt auch relativ etabliert in vielen Hochschulen und das hat er auch gemacht. Ja? Das sieht so aus. Schauen wir mal in so ein Vorlesungsvideo rein. So, passen wir auf. Beschäftigen wir uns mal weiter mit diesen komischen, unendlichen, aber periodischen Kettenbrüchen. Ne? Nehmen wir mal den hier. 3, Semikolon und dann Periode 6. Ja, also Periode 6 im Sinne von, was ist das hier? Das ist die 3 plus 1 durch, jetzt kommt es, 6 plus 1 durch 6 plus 1 durch 6 plus 1 durch 6 und so weiter. Ne? Dann nie also ich auf. Denke gerade laut, ich kann nicht sagen, ich habe mir so einen Denkprozess. Okay, dann hört nie auf, es geht nicht weiter so. Sind es auch einfach nur so, was ist das für gesprochen mit Fehlern jetzt vielleicht auch. Den Wert dieser Zahl. Dass man unendlich beschäftigt, ne? Also wenn man jetzt wirklich ausrechnen wollte, wüsste ich gar nicht genau, wie man das machen soll. Man muss ja hier irgendwie diese Brüche umformen oder irgendwie spielen. Der Tutor, der vielleicht kann man jetzt manchmal ran, mal manchmal mit, schauen, die ersten, auch eine Videokamera. Machen wir es nochmal. Der Raum steht ganz an K. Ne? Bestimmte Dinge von 3, nehmen wir mal 6,6,6. Wenn wir das ausrechnen wollen. Das macht ja wirklich direkt an der Tafel zu schauen, was da rauskommt. Also nicht jetzt in PowerPoint oder so vorbereiten zu müssen, um dann den Bildschirm aufzuzeichnen, sondern ich schreibe wirklich klassisch an der Tafel und jemand steht im Raum. Das ist 3 plus 1 durch 6 plus 1 durch 6 plus 1 Sechstel, ne? Das war eine relativ ökonomische Sache, eben einfach mit dem Ziel, den Studierenden nachmittags ein Video zur Verfügung zu stellen. Ohne groß Nachproduktionsaufwand. Wenn ich jetzt angefangen würde und das irgendwie schneiden lassen würde, die Räusperer raus oder so und dann auch irgendwas titelmäßig vorne dran oder so, nee. Der Tutor hat es aufgezeichnet, nachmittags hingesetzt, 10 bis 15 Minuten Scheibchen geschnitten und auf YouTube hochgeladen, fertig. Ohne irgendwas dran zu machen. Keine Postproduktion. Schneiden, hochladen. Am Ende dieses Semesters, nachdem ich das mal gemacht hatte, habe ich überlegt, das ist ja genial. Jetzt habe ich ja die gesamte Vorlesung auf YouTube. Jetzt muss ich die eigentlich gar nicht mehr halten. Also nie wieder dieselben Vorträge halten. Also die Idee ist natürlich irgendwie bestechend. Ne? Wenn ich Dinge immer wieder erzähle, jedes Semester erzähle, dann kann ich sie doch aufzeichnen und den Leuten sagen, schaut euch das auf dem Video an. Und dann brauche ich das nie wieder so zu sagen. Also die Langeweile verschwindet dadurch, dass ich die Dinge einmal aufzeichne und dann den Leuten gebe und sage, schau euch das auf Video an. Und dann bin ich auf folgenden Gedanken gekommen. Ich lasse die Studenten die Videos in Vorbereitung auf die Vorlesung machen. Also ich sage den Studenten, guck bitte das und das und das und das Video an und dann kommt ihr in die Vorlesung und dann sprechen wir darüber. Ich habe jetzt gedacht, das ist meine Idee. Ganz toll und so. Ja. Und dann habe ich im Web so ein bisschen recherchiert und drüber getwittert und geblockt und so. Und dann wurde mir deutlich, das ist gar nicht meine Idee, das war immer schon viel länger und so. Und es hat auch Namen, nämlich Inverted Classroom im Englischen. Das haben die hier 2000 schon gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man ausspricht. Lage, Plätt oder Lage, Lage, keine Ahnung.
diese Leute waren schon länger hier und es kursiert auch ein anderer Begriff, Flipped Classroom, von Samson Berkman verwendet in den USA. Das hier ist eher so der Uni-Kontext, da taucht häufiger der Begriff Inverted Classroom auf. Flipped Classroom wird häufiger im Schulkontext verwendet. Auch da macht man das, also Samson Berkman sind Leute, die machen es in der Schule. Die zeichnen Videos auf und sagen, den Schülern schaut die bitte als Hausaufgabe an und dann kommen wir eine Stunde zusammen und lösen weitere Probleme. Und das ist genau die Idee. In der traditionellen Vorlesung ist es so, wir alle kommen zusammen, teilen und zusammen uns jetzt die Klappe zu halten, Info zu kriegen und dann eben diese ganzen Probleme zu haben, die Folgen zu können und so weiter, um dann später nach Hause zu gehen und in der Anwendung alleine zu sein. Ja? Und dann, was du vorhin gesagt hast, zu Hause sein und zu denken, wie haben das nochmal? Und dann niemanden zu haben, den man fragen kann. Weil ich bin ja allein zu Hause. Man hat Übungsgruppen, mit denen das geht. Natürlich sind meine Vorsprecher mit anderen Studenten. Und das Grundprinzip ist, ich übe alleine und Input kriege ich in der Gruppe. In den Word Classroom dreht man das um. Man verteilt die Lernaktivitäten auf die Sozialformen besser, sag ich mal. Also Input kann man besser alleine machen. Schaut euch das Video zu Hause an. Und dann kann ich als Student mich zu Hause hinsetzen, den Vortrag anrufen, Pause drücken, nochmal was durchdenken. Den Professor zurückspulen, nochmal. Habe ich nicht verstanden? Nochmal zurückspulen. Pause machen, aufs Klo gehen, wiederkommen. Morgen weitermachen und so. Ja? Also wenn ich jetzt denke, ich kann jetzt nicht mehr, ist zu anstrengend, mache ich dann nochmal weiter. Das alles kann ich machen, wenn ich das Video habe und zu Hause anrufe. Und dann kommen wir zusammen und wenden an. Dann kommen wir zusammen und üben gemeinsam. Wir besprechen Fragen. Ich sage meinen Studenten, schreibt euch die Fragen auf, die ihr auf den Videos habt, kommt und dann besprechen wir gemeinsam die Fragen. So, und das mache ich jetzt seit einiger Zeit. Und das sieht folgendermaßen aus. Gehen wir auf diese Website hier. Jetzt folgendermaßen aus. Beispielsweise hier schreibe ich Ihnen das Wiki rein. Also, du hast vorhin gesagt, ich besitze unter die Medienintegration. Also ich habe hier ein Wiki, wo ich Ihnen sage, schaut euch bitte die Videos zur Logik an auf die nächste Woche und beschäftigt euch mit den folgenden Aufgaben. Oder so, ja? Und ich stelle Ihnen einfach hier ein, welche Videos Sie anschauen sollen. Und wenn man hier auf die Seite klickt, dann kommt man auf eine Seite, in der diese YouTube-Videos letztlich untereinander stehen. Das ist jetzt gerade das Video, was ich vorher gezeigt habe. Da stehen die YouTube-Videos hier untereinander und dann bereiten sie sich damit vor. Jetzt kommt häufiger die Frage, machen die das denn? Ja, also wie kriegt man es hin, dass ich tatsächlich vorbereitet komme? Da stehe ich im Hörsaal und die Studenten haben sich vorbereitet und ich muss alles wieder erklären. Also das Wichtigste ist, ich wiederhole nichts. Ganz zentral. Ich stelle mich nicht am Anfang hin und fasse Videos zusammen. Das würde dieses Prinzip töten. Ja, dann würde sich keiner mehr anschauen, weil es wird jeder mal zusammengefasst. Was ich aber mache ist, ich stelle das komplett in den Kontext selbstverantwortlichen Lernens davon, und zwar folgendermaßen. Und dadurch kriege ich irgendwie Studierende dazu, zu realisieren, dass sie das machen müssen. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Ich stelle mich in der ersten Veranstaltung hin, erste Vorlesung, erste Zehnung im Semester stelle ich hin, sage den Studierenden, ihr seid jetzt meine Studierenden, ich gebe jetzt euch folgenden Text. Ich gebe euch jetzt alles. Alle Materialien, alle Videos sind online, alle Aufgaben, Lösungen zu den Aufgaben, ihr kriegt alles jetzt. Das heißt, ihr braucht eigentlich nicht wiederkommen. Ihr könnt euch selbstständig mit diesen Materialien vorbereiten auf die Prüfung am Ende vom Semester. Das erzeugt natürlich Angst bei den Studenten. Alleine und so weiter bis zur Prüfung, dann kommt zur Prüfung und fallt da durch. Das will ich natürlich auch nicht. Also, sage ich euch, ihr braucht nicht wiederkommen, aber, also ihr könnt das euch alles alleine aneignen, aber ihr braucht euch nicht alleine gelassen fühlen, weil ich habe jede Menge Unterstützungsmaßnahmen für euch. Nämlich,
Einmal die Videos und die Übungen, klar, und dann die Plenumssitzung. Das heißt nicht mehr Vorlesung bei mir, sondern Plenumsveranstaltung oder Plenumssitzung. Also einmal in der Woche kommen wir alle zusammen, um die zentralen Fragen zu besprechen. Das ist ein Angebot, ihr müsst es nicht annehmen. Aber wenn ihr es annehmt, wenn ihr in die Plenumssitzung kommt, dann solltet ihr auch die Videos angucken, die ich vorbereite für diese Plenumssitzung aufgebe, weil sonst könnt ihr nicht mitreden. Also, wenn ihr Unterstützung haben wollt beim Schauen der Videos und die Fragen, die darauf geklärt haben wollt, dann müsst ihr ins Plenum kommen, solltet ihr hinkommen, dann solltet ihr auch die Videos anschauen. So. Das zeigt den Studenten, die müssen nicht kommen, aber wenn sie kommen, müssen sie es angucken, ansonsten bringt es nichts. Und es gibt Übungsgruppen, in denen ihr euch hinsetzen könnt und die Aufgaben bearbeiten könnt. Ihr könnt die Aufgaben nicht alleine machen, ihr habt noch Lösungshilfe und so weiter, aber wenn ihr Unterstützung braucht für einen Punkt von der Videoübungsgruppe. Die Übungsgruppen sind bei mir so, die sind auch freiwillig, also da muss man nicht hingehen, das ist verpflichtend. Da ist ein Tutor, der auch nicht vorrechnet, sondern der einfach da ist, um Fragen zu beantworten, zu helfen, zu unterstützen, bei den Studenten, die in der Gruppe da sitzen, Aufgaben. Außerdem gibt es ein Forum, im Studio Pi haben wir uns auch, also ein Forum im Studio Pi, in dem ihr Fragen stellen könnt, wenn ihr welche habt, für so eine deutlich zu machen, dass es ganz sinnig ist, da inhaltliche Fragen zu stellen, weil dann stellt einer die Frage, einer gibt die Antwort, alle wissen Bescheid und die Fragen werden nicht tausendmal gestellt. Das wird aber trotzdem sehr selten erfüllen. Also, übliche Probleme im Forum und meine Sprechstunde natürlich als Unterstützungsangebot. Alles ist komplett gestellt im Kontext selbstverantwortliches Lernen. Ihr müsst euch vorbereiten, ihr müsst euch auf die Klausur vorbereiten, alles das, was ich euch anbiete, ist Unterstützung. Und ich habe eine Evaluation gemacht, die Studenten schauen die Videos zu einem Großteil immer an. Also über 80-90% schauen die Videos an. Regelmäßig, immer zur Vorbereitung. Ein paar Dinge, die wir hier gemacht haben, die wurden aus einem Projekt entwickelt, CLM, das schreibe ich hier jetzt mal hin. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr auch mal hingucken. Gerade zu den Übungsaufgaben, die Art und Weise, wie die Übungen gestaltet werden. Das habe ich da ausgeführt. Okay, das ist Grundprinzip. Grundprinzip ist, wir switchen die Sozialformen andersrum auf die Lernaktivität. Und alleine üben zusammen oder Fragen klären zusammen. Jetzt würde ich vorschlagen, machen wir erstmal eine kleine Pause. Oder? 10 Minuten?